Also irgendwelche komischen Leute verbreiten immer das Gerücht, er sei der uneheliche Sohn von Theo Weigel. Was ein Quatsch, sag ich nur. Und selbst wenn, also mir wäre es völlig wurscht, denn ich finde ihn einfach rundherum super klasse. Er ist mein persönlicher Schnuckelboy, Kevin Richardson. Jawohl, ich kann auch hier auch mal ein kleines Geheimnis lüften. Das ist mein Schrank. Und wenn ich mich manchmal so ein bisschen einsam fühle, dann mache ich meine Schranktür auf und dann gucke ich mir was an. Das hilft. Hat er nicht wahnsinnig geile grüne Augen? Schaut mal. Schau mal her. Ist das nicht... Oh, das ist wie ein grüner Ozean. Ich glaube, ich sollte jetzt aufpassen. Naja, gut. Schon gut, meine Damen und Herren. Hier ist das Porträt Kevin Richardson. Hi, this is Cap saying what's up to all the interactive viewers on Viva. Kevin Richardson ist der älteste der Backstreet Boys. Seine ersten 9 Lebensjahre verbrachte er auf einem Bauernhof. Neben Gesang spielt Kevin Keyboard und verbringt seine Freizeit mit Weightlifting, Tanzen und Footballspielen. Er selbst bezeichnet sich als ernst, aber sehr romantisch, und mit den Backstreet Boys ist für ihn ein Traum in Erfüllung gegangen. I'm getting to do something that I love. Ich kann endlich das tun, was ich liebe, um die ganze Welt reisen und singen. Ich bin mit dem Singen aufgewachsen und jetzt kann ich das vor Leuten aus aller Welt tun. Ich mache Musik und schreibe und ich hoffe, ich werde das bis zum Ende meines Lebens tun. Es ist, als ob ein Traum wahr würde. And hopefully if things go well, I'll be doing it for the rest of my life. And so that's great. It's like a dream come true. We spotted one of the Backstreet. Are you a Backstreet Boy? No, hell no. Are you a Backstreet Boy? Come on. I'm a Backstreet Boy. Hold on. I don't know how I got this. Ladies and gentlemen, we're about to go to the Backstreet Boys. What a rude, rude young man. Es gibt keinen, den wir als Kopf der Band bestimmt haben. Aber da ich der Älteste bin, neige ich dazu, auf die anderen ein bisschen aufzupassen. Ich wusste auch nicht, dass ich diese Eigenschaft besitze. Normalerweise bin ich auch derjenige, der die ernsthaftere geschäftliche Seite sieht. Das hat mit meiner Person zu tun, denn wichtige Situationen nehme ich sehr ernst und behalte immer das Ziel im Auge. Aber wenn es darum geht, Spaß zu haben, werde ich crazy und habe Spaß. Now it's time to play, I get crazy and play. So I think I'm a genuine, honest person. Ich denke, ich bin sehr aufrichtig, ehrlich und sehr zielstrebig. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, bin ich bereit, alles dafür zu geben, um es durchzusetzen. Ich sorge mich auch um andere Menschen, aber alles in allem bin ich sehr ernst. Ich kann zwar auch meinen Spaß haben, aber im Moment gibt es so viel zu tun, dass ich nur noch eins im Kopf habe. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. I feel like I'm a caring person. But I'm more of a serious person. I like to goof off and have fun. But right now it's just like, it seems like there's so much to be done that it's just, I'm working. I'm working, 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 working. Hey du, komm mal her. Wir haben ein Nummer 1 Album, eine ausverkaufte Tour und wir sind uns immer noch nicht so schade, unsere eigenen Koffer zu tragen. And we never will, you know? He's got a point. We still have too many damn bags. Way too many bags.
Und jetzt möchte ich über New Edition reden. Vielleicht habt ihr ja Lust, den Song ihres neuen Albums zu hören und zu sehen. Denn hier sind sie mit Hit Me Off. New Album, new single, Hit Me Off. Peace. Um Erfolg zu haben, musst du schon an dich glauben und du brauchst die Unterstützung von deiner Familie und Freunden. And a certain confidence in yourself. And then you need to have the support of friends and family around you. Girl, it's time to let go. Girl, it's time to let go. Because I deserve a try. Du musst immer wachsen und dir immer neue Ziele setzen. Denn wenn wir mit dem zufrieden wären, was wir bis jetzt erreicht haben, würden wir alles zerstören. Man muss immer ein Ziel vor Augen haben, denn das ist es, was uns antreibt. Eventually, I'd like to have a family. Irgendwann möchte ich heiraten und eine Familie und Kinder haben. Ich weiß, dass das sehr schwer ist, weil man immer tourt. Aber ich könnte ja immer noch für mich und andere schreiben und produzieren. Das könnte ich bis zum Ende meines Lebens tun, wenn ich zu alt werde, um zu reisen. Wir wären gerne weltweit bekannt und wir sind sehr nah dran. Und je mehr Alben wir auf den Markt bringen, desto mehr wollen wir auch selbst schreiben und produzieren. Genau das machen wir jetzt auch schon für das zweite Album. Aber ich denke, das Ultimative für uns wäre eine lange Karriere und die Veröffentlichung unseres Albums weltweit. Und vielleicht eine Welttournee, das wäre unbeschreiblich. But the ultimate goal for us, I guess, is just to have long careers in the industry and hopefully, you know, get this album out all over the world. These are immediate goals, and maybe do a world tour. That would be incredible.